Liebe Freunde, herzlich willkommen bei Farm Together. Eine neue Aufnahme hat begonnen, eine neue Folge, um genauer zu sein. Und ich begrüße auch in der heutigen Folge wieder die liebe Chi. Sei herzlich willkommen. Ich hoffe, dir geht es gut, liebe Chi. Ich dachte, ich soll die Anmoderation machen. Jetzt wurde mir einfach meine Anmod geklaut. Weißt du, du kannst es dieser Frau echt nicht recht machen. Erst heißt es wieder, nein, ich mache keine Anmod. Dann heißt es wieder, ja, warum hast du mir die Anmod geklaut? Na, Schluss jetzt. Vor allem hast du auch noch gesagt, ich mache heute die ganzen Anmods. Wann habe ich das denn bitte gesagt? So, vor zwei Folgen. So, achte mal bitte rechts auf die Questanzeige. Ja, toll, du erntest Hühnchen, Schweinchen. Nee, das Hühnchen, sind Hühnchen. Schon. Ja. Wieso hast du das trotzdem gesagt? Achte bitte auf die Anzeige, Chi. Nichts anderes. Nichts anderes ist von Relevanz. So. Ich denke schon, dass was anderes von Relevanz ist. Nein. Doch. Ich habe die letzten Folgen noch gar nicht gerendert. Die letzten Folgen vom vorgestern? Ja. Ich auch nicht. Ich habe gestern erstmal meinen Stream vom Wochenende zu Ende gerendert und Thumbnails und alles gemacht und boah, da saß ich auch schon ewig lange dran. Ich habe um 8:30 abends habe ich es erst geschafft, mal was zu essen. Ich, ja. Geldbaum. Den würde ich auch gern haben, übrigens. Ja, ich hänge, glaube ich, auch 20 Streams hinterher. Ey, das ist so, ja. Aber wenn man jeden Tag streamt, gut, kommt dann auch irgendwann. Dann würde ich sagen, ist das ein Personal Problem, was man sich da anschafft. Ja. Aber ich habe halt gerade frei. Ich will es noch ausnutzen, dass ich frei habe. In zwei Wochen ist es wieder anders. Ich habe ab nächste Woche eine Woche frei, aber. Davon bin ich leider auch noch unterwegs, wie gesagt, wegen der Gamescom-Geschichte. Ich glaube, das hatten wir beim letzten, bei der letzten Aufnahme ja. Schon. Da wollte ich noch was gucken. Ah, da. So, jetzt ist die Frage. Oh, wir können auch eine Marmelade eben verkaufen. Das mache ich mal schnell. Lalalala. So. Ja, wir haben wieder 10 Marmeladen zusammen. Das heißt, ich kann wieder Marmeladen verkaufen für eine Medaille. Juhu! Wup, wup. Wup, wup. Oh, ein Blümchen kann ich auch verkaufen. Nochmal 10 Medaillen. 10 Medaillen. 10 Medaillen, boah, das wäre geil. Einmal ein Blümchen verkaufen, zack, 10 Medaillen dazu bekommen. Ne, 10 Diamanten leider nur. Und unseren ganz wichtigen Brunnen, aus dem wir aus irgendeinem Grund immer wieder Geld rausziehen können. Ja, ist halt ein Glücksbrunnen. So, guck ich doch mal eben. Gießen. Wie sieht's denn hier mit den... Oh, die Kuchen. Ist ein Glück fertig. Ja, ich stehe schon bereit, weil ich gerade zufällig hier bin und sie noch 5 Sekunden brauchen. Das ist eine vergessen. Wollte ich mal sagen. Oh. Ah, kacke. Ungleichmäßig die fertig werden hier. Ja, echt mal. Ja, das geht ja mal gar nicht. So, was pflanzen wir? Ich gucke gerade mal, was wir denn noch anpflanzen können. Also Gojibären gehen gerade nicht. Ja, das war klar. Es würde vielleicht noch Spargel gehen. Da dauert eine Stunde. Ja, wenn man gießt, eine halbe. Ja, okay. Das heißt, am besten etwas, was 2 Stunden geht. Gurken zum Beispiel dauern 2 Stunden. Gurken. Gurken. Ja, die könnte man eigentlich machen, ne? Ja, die bringen dann auch wieder Gemüse. Ich gucke immer noch ein bisschen drauf, was die dann bringen. Aber Gemüse ist halt immer ein bisschen blöd, tatsächlich. Weil Gemüse bringt halt nicht so viel Diamanten, weißt du? Ja, was willst du sonst anbauen? Das meiste bei Gemüse bringt Gemüse. Ja, komm, dann machen wir Gurken. Was soll's. Wie deine Gmietze mittendrin sitzt. Ja, was? Meine Mieze? Deine Mieze ist da. Zwei doofe, ein Gedanke. Deine Mieze ist da drin.
Ganz schon mal gießen. Bist du da schon hier? Ja. So. So. Aber dieses Hupen, dieses Miep, Miep. Warum macht sich auf den Weg in die Großstadt? Habe ich auch Aufnahme geklickt? Ja, habe ich. Hast du geguckt, ob du Aufnahme geklickt hast? Ja. Instant dieselbe Panik. Ja, das ist aber auch jedes Mal, wenn du das sagst, habe ich das genauso. Okay. So, dann können wir nämlich jetzt hier wieder Traum verkaufen. Mal gucken, das bringt 15 Diamanten, okay. Ja, nice. Na, also wir können, ich guck gerade mal eben hier, wenn wir zum Beispiel 20 Gemüse verkaufen, kriegen wir 5 Diamanten raus. Wenn wir 40 Trauben verkaufen, kriegen wir 15 Diamanten raus. Also haben einen Plus von zusätzlichen 5 Diamanten. You know? Ja, dann können wir doch zur, gut, wir müssen wieder auf die Jahreszeit achten. Mhm. Dann schauen wir doch das mal als lange Frucht. Weil wir können ja nur noch einmal die Gurken und dann würden wir eh schon viel länger anbauen. Also ja, genau. Dass wir was nehmen mit Trauben. Oder halt Pilzen. Pilzen geben wir auch viel Diamanten, oder? Ja, warte, ich guck mal eben. Pilze oder waren, halt glaube ich, auch besser. Nüsse geben 15. Pilze geben 8. Aber was war denn das, was so viel gibt? 10, 5, 10, also 15, also Nüsse ist ganz gut. Fruchtpresse war 5, 15. Webstuhl 50. Nummer 5 mehr. Also ich meine, dass das... Nonplusultra, was wir momentan haben, sind tatsächlich die Pusteblumen, weil die bringen für 50... Ach, nicht. Entschuldigung. Wird gerade über die Entfernung ein bisschen schwer und hatte ich auch ehrlich gesagt nicht vor. Also das Nonplusultra, wie gesagt, ist tatsächlich die Pusteblumen, weil da kriegen wir für 50 Verkauf 20 Diamanten. Das ist nochmal ein bisschen besser als 40, 15 in Relation. Oder? Ist das besser? Ich habe dir gerade nicht wirklich aufmerksam zugehört, dass ich mitrechnen könnte. Ich überlege gerade nochmal. 40, 15 Ertrag. Ach, nee, oh Quatsch, das ist falsch. 40, 15. So, wenn wir... Jetzt bin ich gerade ein bisschen durch. Also 20, 10. Okay, 20, 5 ist schon mal klar. 20, 10. Das, das ist etwa... Das ist das Doppelte von dem. Okay, und hier haben wir 40, 15. Das heißt, das ist schon wieder schlechter. Also 20, 1 zu 2 ist schon ein besseres Verhältnis. Und hier, wenn wir jetzt von den zweimal verkaufen, sind 40, kriegen wir 20 raus. Okay, nee, tatsächlich sind sogar... Eier sogar noch besser. Ja gut, aber Eier können wir jetzt schlecht anpflanzen. Ja, das stimmt. Das ist richtig. Und besser als das. 40, 15 oder 50, 20. Boah Gott, ey, mit diesen krummen Zahlen immer rechnen. Du machst das schon. Warte mal, wenn wir hier zweimal verkaufen würden, hätten wir 30 bei 80. Hier hätten wir 40 bei 100. Ich muss auf den gleichen gemeinsamen Nenner kommen, um das zu vergleichen. Was ist der denn Martin hier? Martin mit Kittner. 40, 80. Ich hab hochrechnen. Sei ruhig. Ziege. Was ist denn? 50, warte mal, gemeinsam 50, 75 und hier hätten wir 20 mal 5 hätten wir. Ah, 100, 100. Und was war das jetzt hier? Oh Gott, ey. Macht man den Nase juckt vor allen Dingen. 75. Ja, 75 mal 20. Okay, nee, Webstuhl ist besser. Das ist klar. Also das Beste, was wir anpflanzen können, wahrscheinlich sind die Pusteblumen. Theoretisch. Die bringen am meisten, auf der Masse gesehen. Okay.
Einzige, was halt noch besser sind, also die tierischen Erzeugnisse sind tatsächlich noch besser als die, die wir anpflanzen können. Aber, das sagt eben der Name schon, wir können sie halt nicht anpflanzen. Ja. 15, 10. Oder, warte mal, warte mal. Oder, ich nee, Moment mal. Warte mal. Nee. Können wir was mit Gewürzen machen? Gewürze sind. Aber das ist wieder jahreszeitabhängig. Also, Gewürze sind tatsächlich noch besser. Er könnte mich 15 Gewürze für 10 Diamanten verkaufen. Was ist denn der schwarze Pfeffer? Der geht aber nur Sommer und Herbst. Okay. Ja gut, das könnte man theoretisch schaffen, wir sind ja erst Ende Winter. Ja gut, ganz ehrlich, also wir hatten ja am Anfang gesagt, Effizienz ist nicht so unser Ding. Hat man gehört bei deinen Mathekünsten. Was soll das denn heißen? Immerhin habe ich es ausgerechnet und nicht, oh ne, ne, schaff, mach du mal, ich, ne. Weil du das so schön gemacht hast. Warum sollte ich mich da denn dann einklinken? Ja, ist schon klar, habe ich verstanden. Ach nein, Mann. Nur weil du dir meinst, das Leben einfach machen zu können, heißt das noch lange nicht, dass alles immer so optimal ist, wie du es dir vorstellst. Doch, ich glaube das schon. So, jetzt kann ich erstmal hier wieder Weintrauben verkaufen. Zack. Meinst du eigentlich, Chi, dass es den Trauben gut geht oder dass es dem was auf der Seele liegt? Oh nein, das kommt wieder bestimmt ein ganz schlechter Wortwitz. Naja, ich meine, die weinen doch, die Trauben. Ah, okay. Wir haben Frühling. Das ist doch schön. Ah, okay, du hast Diamanten, dann kann ich dir den Weg hier zu Ende bauen. Mhm. So, rosa Narzissen. So. Haben wir noch irgendwo rosa Narzissen, die wir abernten können? Hier. Das ist sehr gut, weil die letzten Hühnchen werden nämlich in 5 Minuten reif. Ja, die Narzissen brauchen noch 6 Minuten. Ist die zeitabhängig? Ich dachte immer, die wären jahreszeitabhängig. Achso. Keine Ahnung. Also ich konnte die. Ach, ist auch egal! Ja, ist jahreszeitabhängig. Okay. Und war mir jetzt gerade nicht sicher. Also die Quest würden wir heute noch schaffen. Ja, auf jeden Fall. Also wenn wir die rosa Narzissen noch abernten können, auf jeden Fall. Alter, ja. Kabel. Da kann ich noch eine Kiesel. Ja, ihr guckt ja nicht so blöd, ne? Eure Nachbarhühnchen hier haben Fressen, ne? Aber die bringen auch Ertrag. Die helfen uns in unserem Leben. Ihr seid unnütz. Habt ihr gehört? Unnütz. Was wir hier hören, ist Schweinbashing. Nein, Huhnbashing. Wie war das? Ach, das war bei Gronkh mit der Schildkrötenmotivation, ne? Ja. Muss ich jetzt irgendwie gerade dran denken. So, wie sieht's denn hier aus? Okay, die haben noch Flüssigkeit. Ich hab gerade tatsächlich, fühle ich mich gerade ein bisschen nutzlos. Ich mich nicht, weil mir gerade was eingefallen ist. Okay, ja. Schön. Wir können die Jahreszeit wechseln. Was? Wir könnten die Jahreszeit wechseln? Wir haben gerade. Was haben wir gerade? Frühling, ne? Ja. Ah, verdammt. Verdammt, warum juckt eigentlich mein Ohr die ganze Zeit? Vielleicht zu viele Kopfhörer getragen. Eigentlich nicht. Ich hab ja Over-Ears, insofern wäre mein Ohr. Durch die Vibration vom Schall. Aber dann deine Ohren anfangen zu jucken. Aber wird da nicht eher mein Trommelfell jucken? Oder also im Ohr oder als meine Ohrmuschel? Nö. Gut, da bist du aufgrund deines Studiengangs wahrscheinlich noch involvierter als ich. Ja, bei Medienmanagement lernt man sowas. Eben. Ja, wir haben einen kurzen Ausflug in die Medizin gemacht. In die Tontechnik. Ja, das auch. Okay, so. Also, wenn ich jetzt Milch habe. Milch. Milch.
Dann kann ich hier 20 verkaufen und ich brauche hier... Ach nee, 25. Ah, okay. Ich kann das nur... Moment, an einer Sache verkaufen, an einer Stelle. Wenn ich das bei der Milchstation verkaufe, dann... wo ist denn die Milchstation? Hä? Ich bin bescheuert. Warum kann ich denn meinen... Ach da. Dann kriegen wir Diamanten. Okay. Und bei der Käsestation kriegen wir wahrscheinlich Käse. Jawohl. Und aus Käse können wir dann später... Ja, okay, da können wir später dann auch Medaillen rauskriegen. Alles klar. Dann würde ich gucken, dass ich das besser beim Käse verkaufe als beim Milch. Heilige, bin ich gerade am Runterfahren. Wieso? Du musst mehr denken, Chi. Ja, aber nö. Wir können Pflaumenbäume machen. Ganz kurz gefragt, was wollen wir denn jetzt gerade nochmal kurz anpflanzen? Wie viel Geld haben wir denn? Pflaumenbäume und Libettenbäume. Wir haben... Bitte was? Pflaumen und Libettenbäume können wir machen. Ich würde vielleicht gerade nochmal eben... Salat vielleicht? Na, sie machen sie nur. Du wirkst sehr müde, Chi. Komisch, dabei habe ich... Wobei, nee, ich habe eigentlich nur... Ja, okay, 7 Stunden habe ich geschlafen. Vielleicht wäre das... Ja, okay, das ist ja normale Schlafenszeit, würde ich sagen. 7 Stunden, also... Ja gut, aber unter der Woche, wenn ich arbeiten bin, schlafe ich auch nicht unbedingt mehr als 7 Stunden, insofern. Aber weil ich so ein fauler Pantoffel bin, habe ich fast gar keine Berührung mit der Sonne. Dementsprechend fehlt mir ein bisschen Vitamin D. Ach so. Deswegen sollte ich vielleicht auch mal wieder rausgehen. Hat Vorteile. Aber ich bin es gewohnt, dass mich die Luft raus umbringen will, deswegen. Und andere Leute haben vor Viren Angst, du hast vor Luftangst, alles klar. Nein, wegen meiner Allergie. Das ist immer ein bisschen problematisch. Gegen was hat man denn jetzt noch Allergie eigentlich? Ich will bestimmt ganz schnell googeln, was jetzt noch fliegt. Dann kann ich dir sagen, gegen was ich allergisch bin. Warum habe ich nach Sims gesucht? Achso, Release. Ja. Sims, es verfolgt dich! Ich würde dir auch heute nicht unbedingt empfehlen, dann Sims zu spielen, weil ich glaube, Sims ist ja auch eher so ein entspannendes Spiel. Wenn du sowieso schon so ein bisschen unter Müdigkeit. Also deswegen spiele ich Fall Guys. Genau. Ah ja, sieh mal Anna an. Es fliegt. Moment, habe ich irgendwo noch eine. Es fliegt? Hat ja auch einen roten Luftballon dabei? Ja. Es fliegt Ampfer, bin ich dagegen allergisch. Es fliegen Gräser, bin ich gegen allergisch. Es fliegt Wegerich, bin ich dagegen allergisch. Es fliegt Beifuß, bin ich dagegen allergisch. Es fliegt Ambrosia, bin ich dagegen allergisch. Es fliegt Erle, Hase, Pappelweide, Ulme, Birke, Buche, Roggen, Eiche, bin ich dagegen allergisch. Sag doch einfach, du bist gegen alles auf der Welt allergisch. Ja, gegen alles, was blüht. Und Gräser. Alle Gräser. Ja. Deswegen sage ich, die Luft draußen will mich umbringen. Ja, also gut, shit happens, ne? Also. Ist halt so. Das ist eine durchaus berechtigte und richtige Aussage. Gerade in Bayern haben wir ja gelernt, shit happens. Ich gieße. Ach mal. Dann muss ich darauf nicht eingehen. Das hast du selber gesagt. Das kommt nicht von mir. Naja. Die Kühe, die gebe ich heute kein Essen mehr. Die werden mir sonst zu dick. Hasen kriegen sowieso kein Essen. Ey. Dann kann ich hier nochmal eben die Hühnchen fertig machen. Dann haben wir nämlich die Hühnchen jetzt gleich auf 20. Zack. Und Level Up gibt es auch nochmal oben drauf. Alles da. So, dann fehlen uns jetzt quasi noch die Narzissen. Oh, die würde ich vielleicht auch gerade mal eben abernten, weil die sind ready. Ja, es müssten noch nicht alle. Eventuell reicht's nicht. Ja, 3. Die noch nee, nicht. Da noch halb. Ja, gut, 18 Minuten. Ah! So kurz vom Ziel. Zwei Blümchen fehlen. Ganz ehrlich, ja,
Können die sich nicht mit 18 zufrieden geben? Jetzt mal ganz im Ernst. Das ist doch ganz ehrlich, ob 18 oder 20. Ich mache doch auch keinen großen Unterschied mehr. Doch. Nein! Dann ist der Blumenstrauß nicht so voll, für die sie es brauchen. Egal. Oder für was haben wir letztes Mal gesagt, brauchen sie das? Für welche Studie? Was? Wie? Weil die Hühnchen und, also Eier und die Blümchen brauchen. Ach so, boah, keine Ahnung. War das nicht so mit dem Futter der Hühnchen, welche Farbe dann die Eier haben? Ja, irgendwie sowas meintest du, dass sie dann irgendwie rosa Ostereier kacken können. Na gut, das hab ich, glaube ich, gesagt, aber du meintest das mit der Eierfarbe auf jeden Fall. Aber ich, ja. Irgendwie bin ich heute auch ein bisschen matschig, ich weiß nicht warum. Ich ja. Bin's nicht, also ich färb nicht ab. Haha, färben. Rosmarin. Weil sie steht einfach nur davor und denkt sich, oh, wie hübsch. Aber warum sollte man auch effizient sein in diesem Spiel? So, die sind gegossen. Rosmarin, oh Gott sei Dank kaufe ich die gerade nicht. Rosmarin kostet nämlich eine Medaille. Ach echt? Und was bringen die? 25 Diamanten. Pro Ernten. Ja. Nee, also was? Ein Pfeffer? Also ein Gewürz. Achso, okay. Ja, also die Medaillen sollten wir uns gerade tatsächlich wirklich sparen. Ich guck gerade mal, was war denn nochmal mein nächstes. Mein nächstes Ziel mit den Medaillen. Wir könnten vielleicht mal einen Honigstand kaufen. Wenngleich wir natürlich das Lager mit dem Honig noch bei weitem nicht gefüllt haben. Also so dringend ist es jetzt nicht. Man könnte einen Käsestand kaufen. Ach nee, die Pfandleihe wollte ich ja als nächstes erstmal machen. Stimmt. Da brauchen wir noch sage und schreibe eine Medaille für. Dann können wir Gold Nuggets gegen Geld und Ressourcen tauschen. Okay. Boah. Und wir haben aktuell eine Marmelade, brauchen noch 9. Und für 9 Marmeladen bräuchten wir 850 Obst. Oder? Nee, Quatsch. 450 Obst. Oh, Kit mal rechnet. Wir brauchen 450 Obst. Weil, wir haben ja schon eine, ne, 50 pro Moped, 10 mal 10 sind 500, einen haben wir, also noch 9. Und jetzt will ich von dir nichts dazu hören. Hier ist alles noch fertig. Oh, ich habe vergessen, die Gurke zu wässern. Hä, die waren doch noch gerade noch gewässert. Ja, die anderen Gurken. Ach so. Ja, tja, da sind die jetzt halt eben zeitversetzt fertig, Cheat. Das ist natürlich ärgerlich. Wah. Wow. Die brauchen 1 Stunde 12 und die brauchen 3 Minuten noch. 1 Stunde 11. Was? Eine Minute Unterschied? Ja. Das liegt nicht im Rahmen der Toleranz. Mrs. Chinanami. Seien Sie still. Warum verballern wir heute eigentlich so ultra viele Diamanten? Weißt du, das war die letzten Male nicht so? Nee. Ich meine, überleg mal. Wir nehmen jedes Mal, wenn wir uns einloggen und abernten, mehr Geld ein und trotzdem schaffen wir es immer, pleite zu sein danach. Ja, ist schrecklich. Also, egal was wir machen, wir sind immer, haben immer so zwischendurch diese Phase, wo wir einfach nichts haben und nur unsinnig in der Weltgeschichte rumrennen. Und dabei quatschen. Was haben wir denn noch für schöne Themen, sag mal? Keine Ahnung. Könnte man natürlich in der nächsten Folge eruieren. Oh ja, stimmt. Was ist heute nur los mit dieser Frau? Sie ist wie ausgewechselt. Aber ich kann euch versichern, liebe Freunde, sie ist immer noch dieselbe Person. Okay, ich kann es euch nicht versichern. Ich tue gerade nur so, damit ihr beruhigt seid. Vielleicht ist es auch eine ganz andere Person. In Wahrheit ist es nämlich der... Ja, in Wahrheit ist es der sehr feminine Rüdiger aus Mecklenburg-Vorpommern. 35 Jahre alt, arbeitslos und nimmt den ganzen Tag Farm Together auf. Mhm.
Oh, es gibt einen Profit-Calculator. Ja, gut, das wundert mich in diesem Spiel nicht, dass es da einen Kalkulator dafür gibt, wie man hier den maximalen Profit rausziehen kann. Ich muss hier mal eben das komische Symbol wegmachen, das stört mich gerade. Lustig. Nein, Chi, das holen wir uns nicht. Aber... Nein, Chi, es gibt keinen Profit-Calculator. Wenn wir einen Profit-Calculator einbauen, dann erwarten die Leute von uns, dass wir maximalen Gewinn rausholen. Und wenn wir dann irgendwas falsch machen, dann gibt es einen riesen Shitstorm. So können wir immer sagen, wir machen ja nicht maximal Profit. Aber... Chi, geh zu deinen Häschen und... Keine Ahnung, schmus mit denen oder so, beiß einmal rein oder... Weiß ich nicht. Aber ich hab schon... Wow. Hast du schon mal Hasen gegessen? Nee. Ich glaube ich auch noch nicht. Glaube ich. Weiß ich aber nicht. Und mit dieser Tatsache beenden wir die Folge für heute und wünschen euch noch einen wunderschönen Abend. Ja. Oder Tag oder Morgen, je nachdem wann ihr das guckt. Und sehen uns dann hoffentlich in der nächsten Folge wieder. Die es dann übermorgen gibt. Korrekt. Ja, freut mich. War mir wieder eine Ehre, mit dir aufzunehmen, liebe Chi. Und nächste Folge, da schauen wir mal, ob wir nicht wieder das Farmleben ein bisschen aufmischen können. Ja. Dann bye bye. Bis denne.